Servus Leute und ich begrüße euch zu einer Runde Bodenangriff-Herrschaft auf der Map Cracked. Ja, lange ist es her, dass es mal wieder Black Ops bei mir gab, aber heute ist es soweit. Heute gibt es mal wieder eine knackigere Runde Black Ops und ja, ich habe heute die AKU dabei und darauf habe ich mir einen Schalldämpfer raufgepackt und noch die Dual Max. Denn, ja, viele von euch wissen ja, dass ich früher auf dem PC gezockt habe und da habe ich natürlich auch Black Ops gezockt und ja... Der PC-Support, wissen ja auch viele, für den PC ist auf jeden Fall scheiße, war auch im Black Ops scheiße und jedenfalls ist die AKU dort nie gepatcht worden und ich wollte einfach mal gucken, wie es denn auf der Konsole mit der AKU aussieht, wie denn so eine gepatchte AKU eigentlich sich anfühlt. Ja, deswegen gibt es heute hier ein AKU-Gameplay und ja, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet und ja, lieg die meiste Zeit des Tages im Bett rum. Und ja, entspann mich so ein bisschen, aber ja, heute habe ich auf jeden Fall mal wieder richtig Bock auf ein Commentary. Und ich wollte heute mal mit euch ein kleines Thema ansprechen und zwar, ja, wenn gestern vielleicht Leute von euch probiert haben, mal MW3 zu zocken, wird denen wahrscheinlich aufgefallen sein, dass die MW3-Server zwischenzeitlich runtergefahren wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fährt Infinity Ward einfach so die MW3-Server runter? Ich meine, MW3 ist das neueste Spiel von der Serie Call of Duty und ich meine, da sollten sie doch schon mal dafür sorgen, dass die Server auch an sind. Und ja, ich könnte mir einfach vorstellen, heute ist ja dieser große Blackout Day von MW3, wo wir die Community einfach mal Zeichen setzen wollen und einfach mal sagen können, wir sind die Community und wir sind angepisst von MW3. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Infinity Ward jetzt versucht, die Leute, die gestern MW3 gezockt haben, die werden jetzt wahrscheinlich... ja, versuchen heute zu zocken, weil es gestern nicht ging. Und deswegen, ja, wäre für mich eigentlich der einzige Grund, warum Infinity Ward das gemacht haben könnte, weil sie einfach wollen, dass heute mehr Leute MW3 zocken. Und ja, dass dieser Blackout auf jeden Fall gering ausfällt und ja, nicht allzu, oder dass wir wie immer eigentlich schön viele Leute MW3 zocken. Und ja, ich werde auf jeden Fall da nicht mitmachen, also nicht bei den Leuten, die MW3 zocken, sondern ich werde heute einfach MW3 mal in der Hülle lassen und einfach mal eine Runde Black Ops oder Battlefield 3 zocken. Denn das sind auch alles gute Spiele und ja, MW3 pisst mich eigentlich nur noch an und deswegen werde ich auf jeden Fall an einem globalen Blackout teilnehmen. Und ja, auch noch ein Trick, wie auf jeden Fall Infinity Ward versucht, uns zum MW3-Spielen auch am Blackout-Day zu bringen, ist ja, dass dieses Wochenende Double XP Weekend ist in MW3. Und ich denke mal, das ist auch, ja, damit versuchen sie auch wieder neue Spieler zu locken, die dann wieder MW3 zocken und dass es einfach nicht auffällt, dass es irgendwie ein Blackout gab. Aber ja, ich würde euch einfach auch nochmal bitten, wenn ihr wirklich von MW3 angepisst seid, dann ist heute auf jeden Fall der falsche Tag, um es mal wieder anzuzocken. Macht es übermorgen oder übermorgen. Und ich denke mal, dann, ja, können wir auf jeden Fall als Community mal zeigen, dass wir MW3 beschissen finden und dass wir mehr Patches wollen, dass wir keinen Stealth-Bomber mehr wollen und ja, auf jeden Fall zu zeigen, wir finden das hier kacke, was ihr macht und ja, hört bitte auf uns. Und ja, ich bitte einfach jeden, da mitzumachen, der auch von MW3 so angepisst ist. Und ja, jetzt natürlich die Frage, bringt das eigentlich was? Und ja, ich bin darüber eigentlich geteilter Meinung, also ich weiß nicht genau, ob es wirklich was bringt. Ich meine, ich stelle mir jetzt immer so vor, ihr wacht irgendwie so Samstagmorgen auf und glaubt ihr dann wirklich, dass Infinity Ward auf einmal auf Twitter postet, ja, wir fixen jetzt hier alles, hier ganzen Akimbo-Machine-Pistols werden alle genervt und so. Also ich glaube das nicht, dass sie so schnell reagieren werden, aber ich glaube schon, dass es ihnen zeigen wird, dass sie richtig Mist gebaut haben mit MW3 und dass sie auf jeden Fall beim nächsten Call of Duty die letzte Chance haben, noch was gut zu machen. Und ja, ich hoffe auch, dass sie dann was gut machen, denn ich war eigentlich immer... Hab immer gerne Call of Duty gespielt und auch wenn sich das jetzt ein bisschen fanboyig anhört, ich habe eigentlich größtenteils Spaß, wenn ich Call of Duty spiele, sonst würde ich es nicht spielen. Und vor allen Dingen jetzt beim Black Ops spielen, das hatte ich ja lange nicht mehr gezockt, also viele von euch wissen ja, dass ich nicht wirklich den übelsten Intel Core i7 Prozessor, Nvidia GeForce Grafikkarten PC habe, um es mal so auszudrücken. Und ja, als ich damals auf dem PC immer Black Ops gezockt habe, hat das Game auf jeden Fall ordentlich bei mir geleckt. Und auf der Konsole ist das natürlich genau das Gegenteil, da läuft es schön flüssig. Und ja, deswegen habe ich auch jetzt mal wieder in letzter Zeit öfter Black Ops gezockt. Und ja, ich wusste das Spiel eigentlich nie richtig zu schätzen. Und vor allen Dingen
kann man es auf der Konsole ja noch richtig spielen. Also auf dem PC gibt es ja eigentlich nur noch Nuketown Sprengkommando 24/7. Und das würden sich wahrscheinlich auch viele Xboxer wünschen, aber ich kann euch sagen, Leute, den ganzen Tag nur Nuketown 24/7 ist auch nicht wirklich schön. Und ja, mir macht auf jeden Fall Black Ops in letzter Zeit wieder richtig, richtig, richtig Laune. Und ja, das Gameplay neigt sich jetzt hier auch schon ganz gediegen dem Ende zu. Endscore ist, glaube ich, ein 28 oder 26:4. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich bitte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall eine Bewertung ab, denn auf die letzten Videos hatte ich eben sehr, sehr wenig Bewertung. Also bitte bewertet es negativ, positiv, wie ihr es einfach gefunden habt. Und ja, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir hören uns. Servus.